Moin und herzlich willkommen zur 476. Rohstoff-Tagesausgabe der Formationstrader am Mittwoch, dem 27. Februar 2013. Und ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass ich bei der letzten Rohstoff-Tagesausgabe mich die ganze Zeit so davor gedrückt habe, zu sagen, ob der Markt am heutigen Tage ein höheres Hoch machen würde oder nicht? Ich habe Ihnen gesagt, dass wir ein tieferes Tief machen werden. Ist sehr unwahrscheinlich. Aber ich habe mich nicht getraut, über die Brücke zu sagen, es gibt ein höheres Hoch, obwohl das Ganze ja schon ziemlich bullisch aussah. Wir hatten eine Kaufformation in der Stochastik, steigende K&D-Linie, steigende Momentumlinie. Aber nicht nur, dass wir über den Tag einfach sehr starke bärische Bewegungen gemacht hatten. Wir hatten aber auch miteinander gesagt, dass wir hier ein aufsteigendes Dreieck haben. Bullisch aufgelöst worden. Wir hatten gesagt, das Ganze, das Ziel ist im Bereich der 16,15. Wir hatten miteinander darüber gesprochen, dass das hier eine Zone ist, wo man Teilgewinne realisiert und dann seinen Stop-Loss anpasst und dann aber nicht seine Position wegschmeißt. Vielleicht rennt er ja auch bis an die 16,30, vielleicht rennt er an die 16,50, wer weiß es schon. Wichtig ist aber, wenn Sie eine Position eröffnen, müssen Sie schon zur Positionseröffnung eine Strategie haben. Wenn Sie die nicht haben, passiert Folgendes. Der Markt läuft nach oben, geht an die 16,15 und bitte erlauben Sie mir, dass ich Ihnen das wirklich aus edukativer Sicht einmal ganz kurz erzähle. Und dann sieht der Markt total stark aus und dann fühlt sich der Trader auch sicher. Der ist selbstbewusst, der sagt sich, ja, die Bullen sind stark, ich bin ein Bulle, wir machen die Bären platt, die 16,50, ha, die 2650, die hole ich mir jetzt. So, was passiert? Der Markt macht im Anschluss eine Bullenflagge. Und er ist sehr selbstbewusst nach wie vor und denkt sich, jawohl, es wird laufen, wunderbar, sehr toll. Hat noch nicht seinen Stop-Loss angepasst, obwohl er sich vorgenommen hatte, dass er hier einen Take-Profit macht. Wenn man sagt, er ist hier eingestoppt worden, hat er hier seinen Stop-Loss gehabt, hat er schon das X-fache seines Risikos bereits schon als Buchungsgewinn, kann wunderbar die Hälfte des Gewinns realisieren und kann den Rest laufen lassen, kann dann sagen, okay, setze ich auf Break-Even für die andere Position oder setze es kurz hier unter der Horizontale und guck, was als nächstes passiert. Macht er alles nicht. Macht er alles nicht und dann kommt der Markt zurück. Was macht er? Er denkt sich, oh, nee, jetzt kommt er zurück, die ganzen schönen Gewinne, verdammt, ich habe das ganze Geld fast verloren. Er hat das Geld nie besessen, ne? Ich habe das ganze Geld verloren und was mache ich jetzt? Und dann wird er so nervös, dass er dann irgendwann mal hier, wenn fast nichts mehr übrig ist von seinem Buchungsgewinn, denkt er sich, nee, bevor ich jetzt ins Minus laufe, das sehe ich nicht ein. Und dann wird die ganze Position platt gemacht. Was bedeutet, der Teilgewinn nicht realisiert, gleichzeitig wird nicht dafür gesorgt, dass man in ein sogenanntes positives Risiko kommt, weil wenn Sie noch die Hälfte Position haben, selbst wenn die Ihre zweite Hälfte so ein bisschen hier im Minus ausgestoppt werden würde, Ihr Trade ist wunderbar gelaufen und gleichzeitig haben Sie das positive Risiko, dass dieser Markt dann im Anschluss auch weiterlaufen kann und die Position in Ihre Richtung laufen kann. Das sind so klassische Anfängerfehler. Sie werden diese klassischen Anfängerfehler so lange machen, solange Sie keine Strategie haben. Jetzt werden Sie sagen, ah, super, Wolke P. hat mir das erklärt, jetzt habe ich eine Strategie. So ganz einfach ist es auch nicht. Sie brauchen eine suffiziente, edukative Weiterbildung, damit Sie in der Lage sind, dann auch wirklich selbstständig am Markt zu handeln. Sie sind herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren. Wir senden Ihnen Informationen zu, damit Sie auch übergeordnet für sich selbst in der Lage sind, an den Märkten aktiv zu sein. Wenn wir jetzt wieder bei Gold bleiben, wir schaffen es nicht, an die 16,28 aktuell, beachten Sie bitte meine Wortwahl, aktuell heranzulaufen, denn wir machen kein tieferes Tief. Wir machen nur ein tieferes Hoch und ein höheres Tief. Und diese horizontale Marke im Bereich der 15,94, die hat gehalten. Und der Markt hat jetzt Potenzial aufgrund der Kaufformation mit dem steigenden Momentum, dass wir hier diese Bewegung nach oben fortsetzen. Man muss sich klar machen, 16,30, 16,28 wird jetzt eine noch größere Widerstandszone, denn nicht nur horizontal, sondern auch der gleitende Durchschnitt der 20er kommt jetzt hier an. In dem Augenblick, in dem wir jetzt auch noch das tiefere Tief machen, haben wir Potenzial noch einmal nach unten zurückzulaufen. Wir wissen, dass wir hier extrem viel Volumen hatten. Wir wissen, dass die Unterstützungszone nicht weit weg ist. Wir wissen aber nicht, ob der Markt jetzt zurückkommt, ein höheres Tief macht oder ob der Markt zurückkommt und ein tieferes Tief macht im Bereich der 15,40. Das warten wir ganz entspannt ab. Es ist ja auch so, dass wir eine Kaufformation haben. Und wenn Sie Teilgewinne hier realisiert hatten, Ihr Stop-Loss angepasst haben, dann haben Sie auch noch eine Position im Markt und haben auch noch die Chance, dass diese Position weiter in Ihre Richtung laufen kann. Werden Sie mir nicht zu bullish aktuell. Aus folgendem Grund, wir haben hier eine wichtige Unterstützungszone
bärisch aufgegeben. Dazu eine trendbegrenzende Linie. Und ich kann es Ihnen immer wieder sagen, ich werde nicht müde. Wir haben hier nicht mehr eine Nebenbewegung. Wir haben eine neue Hauptbewegung aufgemacht. Und wissen Sie was? $100. Ich weiß nicht, wie lange das brauchen wird, aber in dem Augenblick, in dem wir über die 1700 gehen werden, haben wir Potenzial an die 1788. Dann haben wir auch Potenzial weiterzulaufen. Sie können natürlich hier diese Unterstützungszone im Bereich der 1550 kaufen. Das ist aber für mich eine Zone, wo man relativ kleines Geld, wenn man ein Geld daran investiert, investieren sollte. Einfacher wird es hier und richtig einfach wird es hier. Und dann haben Sie auch eine valide Geschichte. Da haben wir auch die Trading Range bullish verlassen. Und wir wissen es nicht. Auch wenn ich Ihnen immer wieder sage, Mensch, große bullische Bewegung seitwärts Range. In der Regel gibt es eine Fortsetzungsbewegung. Wissen wir, was als nächstes passiert? Nein. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich klar macht, hier ist die Chance auf Ihrer Seite, weil Sie eine sehr, sehr große Chance haben, aber das Risiko ist gleichzeitig gegen Sie, weil Sie keine klare und valide Formation haben, wenn Sie hier irgendetwas auf der bullischen Seite traden. Wenn man sich das Ganze über den Tageschart anschaut, hatten wir schon. Jetzt bin ich aber völlig verwirrt. Jetzt kommen wir zu Silber. Verzeihen Sie bitte. Silber, auch darüber haben wir miteinander gesprochen gehabt. Silber ist jetzt hier zwischen einer großen Widerstandszone, horizontal 29,50. Und auch das war unsere Zielzone gewesen, was wir über die kleinere Zeiteinheit, diese Seitwärtsrange gesehen hatten. Auch hier galt es, Teilgewinne zu realisieren, Stop-Loss auf Break-Even zu setzen und dann zu schauen, was als nächstes passiert. Jetzt, wenn der Markt nochmal eine bullische Bewegung machen möchte, alles, was an die 29,60 $30 läuft, ist großer, großer Widerstand. Wenn der Markt zurückkommt, dann ist hier die Zone um die 28, 45, 50, große, große Unterstützungszone. Hier gibt es nicht viel zu holen. Es ist ähnlich wie bei Gold, wobei man sagen muss, Silber hat hier sogar, wenn das Ganze hier bärisch aufgelöst werden sollte, bis zur unteren Begrenzung der Trading Range noch Platz bis zur 27-Dollar Marke. Dieser Markt ist nicht einfach zu traden und ich will noch einmal, dass Sie sich klar machen, wir haben eine wichtige aufsteigende Trendlinie bärisch aufgegeben. Und solange wir es nicht schaffen, hier über die 30-Dollar-Zone drüber zu gehen, mit dieser Verkaufsformation gibt es auch noch Potenzial, dass man sogar an die 27-Dollar-Marke heranläuft. Dieser Markt ist gerade nicht einfach. Versuchen Sie bitte nicht, die schwierigen Märkte zu traden, sondern versuchen Sie, die einfachen Märkte zu traden. Hier kann man wunderbar an der Seitenlinie stehen, über die kleinere Zeitanheit kann man sonst etwas traden und wenn der Markt deutlicher wird, wenn er einfacher wird, wenn der Chart validere Informationen uns liefert, dann können wir wieder auch Positionen hier in diesem Markt aufbauen. Haben Sie besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie handeln, bitte arbeiten Sie immer mit einem Stop-Loss. Hoffentlich bleiben Sie alle gesund und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstradern doch bitte gewogen. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke P.